Ja, guck mal, was heute uns begleitet. Grüne und rosane Schuhe. Grüne und rosane Schuhe. So schön. Gleich eine ganz andere Dynamik hier. Jetzt gehen wir auf große Abenteuerexpedition. Ja, und der kleine Mann hier, der wirbelt die Schnauze. Achtung! Gut, dann los. Es ist zu herrlich. Es ist zu herrlich, die beiden da. Wohin rennen? Zu dem Baum? Okay, dann los, dann ab. Ich bin da auch ganz gut. Ja. Jetzt macht das nicht. Gerade hat er das Spielzeug zwischen die beiden gelegt. Das war voll niedlich. So, kommt, wir gehen weiter. Schafft ihr das denn noch? Ja. Unsere Expedition? Der Weg ist ganz schön lang. Meint ihr, ihr schafft das? Ja, natürlich. Ja, natürlich? Natürlich. Okay, ja, natürlich. Ich glaube, wir machen im Moment richtig viele Wandertouren. Ich habe es immer ganz. Ah, du bist im Training. Das ist ja toll. Das ist spitze. Guck mal, sieht das wohl toll aus? Das ist ein Maronenbaum. Und alle da, wo jetzt diese Blüten sind, da wollen wir hoffen, dass dann da auch Maronen hinkommen. Ey, schön. Guck mal, das hier ist die Karde. Und guck mal, wie besonders die Blätter sind. Seht ihr die Besonderheit von den Blättern? Hallo ihr zwei. Guck mal, da kann sich Wasser drin sammeln. Und dann ist das Zauberwasser. Super. Kennt ihr das? Nee. Guck mal, die Blätter sind zusammengewachsen, wie eine Schale. Mhm. Und da sammelt sich Wasser drin. Und bei den Kräuterhexen ist das Zauberwasser. Tata, ich habe die Wiese als erste gefunden. Juhu. Ich habe die Wiese als erste. Aber ihr müsst gucken, da liegen bestimmt ein paar Scheißhaufen. Wir müssen jetzt eine Stelle finden, wo es keine Hundehaufen gibt, ja? So, ab über den Steg. Supi. Ja. Der erste geht schon baden. Wir müssen mal gucken, dass wir eine Stelle finden, wo nichts ist. Genau. Guck mal, hier ist nichts. Großes Picknick hier. Und ich habe ganz viele Brennnesseln gesammelt. In der Tasche ist alles voller Brennnesseln. Und hier ist das Abenteuerland. Hier ist das Zauberwasser. Ja, hier wohnen in dem Zauberwasser. Was wohnt in dem Zauberwasser? Fisch, böse Fischsaurier, böse Plesiosaurier und giftige Wasser. Und giftige Wassermonster. Wassermonster. Die hatten sogar Blut, die Wassermonster, ne? Habt ihr ja, mir erzählt, alle Monster oder? Haben Blut. Alle Monster haben Blut. Bei okay. Uns, ne? Jetzt kommt okay. Die Holz. Oh, dann bitte, bitte, bitte ein bisschen weg davon. Das ist nicht so schön. Ich habe es geschafft. Super. Ich muss hier rüber. Ja. Oh nein, ein Monster. Hapu, das Monster, super. Ach, Monster ist. Und ein Allesmonster, ne? Ein Allesmonster. So, bitte nochmal. Wir müssen in der Business-Klage, dann werden wir an einen Wanderzirkus verkauft. Ist der Hammer, oder? Wer verkauft euch denn an Wanderzirkus? Unsere Mutter, weil sie strenger ist. Auweia, ehrlich? Ich hab schon gedacht, die meinen mich. Okay. Aber nicht in echt. Nicht in echt. Nein, das ist doch unsere
Abenteuergeschichte, ne? Ja. Und los. Unser Abenteuerspiel. Upsala. Unser Abenteuerspiel. Und Jenny ist unsere liebe Kräuterhexe. Ich bin die liebe Kräuterhexe. Ich beschütze vor Monstern. Hier wohnen Monster. Blutrünstige Monster und Schlangen. Weil wir sind hier in einem Urwald. In einem Urwald. Oh, die hier kann man essen. Ja, schön immer angucken, die Blätter. Ist doch wohl cool, oder? Jetzt erklärt die Lea, der Caroline, was man essen kann und was nicht. Jetzt habt ihr mich hier, ehrlich. Da sagt die liebe Lea, die großen Blätter von dem japanischen Knöterich schmecken süßlich. Ich habe ihr noch gesagt, bitte kleine Blätter essen, dann macht es ein großes ab. Hier, Lea ist meine Hexenheldin, ehrlich. Wow, der Hammer. Und die beiden laufen barfuß hier den Weg hoch, es ist total süß. Richtig schön. Ja, ich bin heute wieder eine Memme. Ich habe wieder meine Schuhe an, aber mein Nervengeschwür da unten. Na, ich bin jetzt ein paar Mal zu viel barfuß gelaufen. Aber so geht's. So tut's nicht weh. Kann auch gleich super tanzen.